Einen schönen guten Tag wünsche ich. Heute haben wir den 2. Juli 2024 und lese hier im Focus Online, dass der Absatz für elektrische Heizungen, für E-Heizungen, dramatisch eingebrochen ist. Da bin ich dann mal weiter ein bisschen durchgeblättert. Wie sieht das denn bei E-Autos aus, elektrische Autos in Deutschland? Ich nehme an, das wird auch für die ganze EU betreffen. Wie sehen da die Absatzzahlen aus? Oder ne, was findet man da bei Google? Ich habe da mal was zusammengetragen und werde euch das jetzt mal so ein bisschen vorlesen. Aber Bezug nehmend auf hier Wärmepumpenabsatz, hier Kurzarbeit bei Branchengrößen. Wärmepumpenabsatz bricht ein. Fissmann-Chef, Zitat, an der Dramatik nicht zu überbieten, Zitat Ende. Das sagt der Chef von Fissmann. Da frage ich mich, wer hat hier die Schuld? Was ist hier los? Wer soll das alles noch bezahlen? Wir zahlen hier in Deutschland den höchsten Strom, die höchsten Gaspreise. Windräder, wenn kein Wind geht, wird kein Strom produziert. Wenn die Sonne nachts nicht mehr scheint, haben wir auch keine Sonne mehr. Den Strom können wir nicht speichern. Den grünen Stahl werden wir nie haben. Der wird nie konkurrenzfähig sein. Auch nicht der grüne Wasserstoff. Wer soll das alles noch bezahlen? Das ganze grüne Hype-Programm muss eigentlich zu Ende gehen. Und wenn ich dann lese, gestern Abend oder hier, hat mir heute Morgen ein Freund geschickt, dass unsere Annalena Baerbock 184 Kilometer mit dem Jet von Frankfurt irgendwo hinfliegt. Und hat denn dieses Nachtflugverbot aufgehoben, weil die ja die beste Politikerin ist, die wir je hatten, und kann sich dann erlauben, hier für 184 Kilometer mit einem Jet zu fliegen. Auch eine Ursula von der Leyen fliegt auch innerhalb von 100 Kilometer innerhalb der EU mit dem Flugzeug. Da frage ich mich, die trinken Wein und wir sollen hier alles Wasser trinken und den ganzen Kostenapparat bezahlen. Und es wird das ganz, genau das Gegenteil gemacht hier mit Ursula von der Leyen und den ganzen Kommissaren, die eigentlich gar nicht gewählt sind. Die Wähler haben eigentlich was ganz anderes gewollt, dass hier ein Richtungswechsel kommt in der EU, in Deutschland. Aber hier geschieht genau das Gegenteil, habe ich den Eindruck. Aber ihr könnt ja meine Kommentare reinschreiben, wie ihr das da seht. Aber hier Wärmepumpe, ne? Ich lese mal kurz an, zu finden bei focus.de. Könnt ihr mal eingeben. Hausbesitzer machen nicht mehr mit. Aus dem Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme samt energischer Sanierung, mit eingehender Sanierung, ne, Dachfenster, Fußbodenheizung, muss man ja auch noch die Heizkörper raus. Wer das nicht macht, ist die Immobilie auch schon fast wertlos, sagen wir mal, ne? Ist ein Rückwärtsgang geworden. Ausgerechnet Ölheizungen boomen und vom einer Gebäudehülle, die Wärme in Kälte gleichermaßen dämmt, will kaum noch jemand etwas wissen. Das geht aus den jüngsten Meldungen der Heizungsbauer und Gebäudesanierer hervor. Die dramatische Meldung, ausgerechnet der Heizungshersteller Fissmann meldet Kurzarbeit an. In der Fissmann-Werken in hessischen Allendorf, die seit dem spektakulären Verkauf vergangenes Jahres zum US-Konzern Carrier gehört, habe ich ja auch darüber berichtet. Videos liegen da auch im Kanal vor, könnt ihr mal googeln. Unter dem Namen Fissmann Climate Solution firmieren, muss seit dieser Woche ein Teil der 4000 Mitarbeiter kurzarbeiten, wie ein Sprecher gegenüber dieser Reaktion bestätigte. Die Maßnahmen betrifft sowohl eigentliche Heizbauer als auch den Verwaltungsbereich und ist zunächst bis Ende August geplant. Fissmann selbst ist seit dem Verkauf mit 7% an dem US-Unternehmen beteiligt. Beide Seiten hatten sich von dem Deal mehr versprochen, als sie nun in den ersten anderthalb Jahren ausgezeichnet. Die Hintergründe zum Fissmann-Deal mit Carrier sehen im folgenden Video. Nochmal, das Gleiche gilt ja auch für die Elektroautos. Viele steigen jetzt noch auf Gas- und Ölheizung um, bauen sich das Neue ein. Und dann kommt dann nachher unser Klimaminister und sagt, durch die CO2-Besteuerung macht man das Heizöl, den Dieselpreis, auch den Benzinpreis verteuern wir um den dreifachen, um den vierfachen Preis, dass sich das nicht mehr lohnen soll. Dann sagen, ne, wir, also die jetzt noch auf die alte Technik umsteigen, die werden hier die Zeche richtig bezahlen über diesen künstlichen Preissteigerungen, über diesen CO2, und damit wird auch kein Klima gerettet. Und nochmal, das sage ich ja auch in allen meinen Videos, solange wir China als Entwicklungsland einstufen und das nicht hinbekommen aus diesem Klimarat,
von Europa aus. Und bekommen hier Entwicklungshilfe. Und wir selbst Deutsche zahlen Schienen noch Entwicklungshilfe. Geht das ganze, der ganze Schuss nach hinten los. Es nützt nichts, wenn Deutschland hier alles auf Elektro umsteigt. Wir sind auch kein Vorbild, weil da keiner mitmachen möchte. Hier, die arabischen Länder wollen hier ihr Öl noch verkaufen. Und wenn sie, dann steigen die von Öl auf billiges, klimaneutrales Kraftstoff um, grüner Wasserstoff. Das können die aber dann nur in den arabischen Ländern herstellen, weil doch die Sonne immer scheint, weil doch die Möglichkeiten sind, die Gelder sind da. Und wir bezahlen das dann und müssen das denn da auch einkaufen. Wir zahlen hier die höchsten Strompreise, das wird Tendenz steigend sein. Wir zahlen hier die CO2-Bepreisung. Liter hier in Südtirol kostet 1,98 für ein Liter Benzin. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer kann das denn noch bezahlen? Aber die Preise werden ja nachher auf die einzelnen Hotels, Lebensmittel, Kleider, wird das ja alles umgelegt. Und somit geht die Schere arm und reich immer weiter auseinander. Aber das ist den Grünen egal. Sowohl hier in Deutschland, sowohl auch hier in Italien, Österreich, das gleiche Bild. Und Europa genau das gleiche. Weil der Green Deal, der kostet ja Unmengen. Ich kann ja mal vorlesen. Ne? Aber gehen wir erstmal, bevor ich das mache, gehen wir erstmal hier Absatz von E-Autos. Habe ich mal kurz hier gegoogelt, ne? Absatz von E-Autos in Deutschland. Zwischen Januar und Mai 2024 wurden in Deutschland etwa 140.000 E-Autos neu zugelassen. Damit lag die Zahl im Vergleich zum selben Zeitraum Januar 2023 um rund 167.000 reine Stromer neu zugelassen. Wurden fast 16% weniger zugelassen. Also, weil sich halt keiner leisten kann, die Reparaturen sind sehr teuer, nur die Mega-Reichen können sich dann doch leisten, die davon profitiert haben. Und ohne die staatlichen Subventionen, die auch hier die Firmen alle bekommen, für Windparkbetreiber, für Solarparkbetreiber, für Autobau, für die Solarsäulen, für die Elektropumpen, wird halt komplett zusammenbrechen und alle Subventionen, die dafür ausgeschüttet werden, müssen wir Autofahrer, Verbrenner, Stromkunden, die die Lebensmittel einkaufen, müssen das über diesen höheren Preis dann finanzieren. Das ist ja logisch, ne? Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, ne? Also das ist für die paar, die sich ja leisten können, die mega, mega reichen, diese 5%, die alle Elektroautos fahren, die Solar, die 3 Wärmepumpen, Elektroheizungen im Haus haben und dann auch 3 Häuser haben, die profitieren davon. Das sind dann die grünen Wähler und der Rest, die nicht mehr wählen gehen oder die AfD wählen gehen, die das nicht mehr haben wollen, diese Politik, diese CO2-Bepreisung, wie Alice Weigel sagt. Sobald die AfD in der Regierung ist, wird diese CO2-Steuer komplett gestrichen. Und genau das muss es auch sein, weil es kann nicht sein, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, wir verkaufen keine Produkte mehr auf dem Weltmarkt. Alle Ausländischen haben Schulden in Deutschland, wir erlassen Schulden und wollen dann in Konkurrenz treten mit China. Wir importieren die ganzen, wir werden dann alles aus China importieren. Nicht nur Medikamente, nicht nur Solarplatten, Paneele, nicht nur Elektroautos, die wesentlich billiger sind, die ganzen Elektrobatterien, die ganzen Elektrokleider, Weihnachtsartikel, alles was billig ist, kommt aus China. Weil China ja ein Entwicklungsland ist. Und die bauen 10 neue Kohlekraftwerke, 10 neue Atomkraftwerke, können billig produzieren und wir sind dann nachher alle arbeitslos, können uns die Produkte vielleicht ja nicht mehr leisten, außer unseren Megareichen, die dann weggehen. Und dann kann man sagen, danke Frau Ursula von der Leyen, weil das wird ja alles aus Brüssel ja auch so gesteuert mit den Gesetzen. Kann ich ja mal vorlesen hier, was kostet der Green Deal? Die Ziele sind ja hier mit dem europäischen Green Deal, wollen die 27 EU-Mitgliedstaaten bis 2050 klimaneutral werden. In einem ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 mindestens 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Wirtschaft und Gesellschaft in vielen Bereichen neu ausgerichtet werden, was wir bezahlen müssen. Ne? Das Paket Fit für 55 umfasst eine Reihe von Vorschlägen zur Bearbeitung und Aktualisierung der EU-Rechtsvorschriften. Außerdem enthält es Vorschläge für neue
Initiative, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Maßnahmen der EU mit den Klimazielen im Einklang stehen, die der Rat und das Europäische Parlament vereinbart haben. Emissionen senken, Energie erneuern, Verkehr, Landwirtschaft, alle sind betroffen. Alle Bereiche, da zahlen wir alle richtig. Und jetzt nochmal hier, was das kostet. Wie viel kostet dieser Green Deal, der jetzt noch weitergeht mit Ursula von der Leyen? Die hat das für jede Menge Geld, was sie jetzt ausgeben kann, zu Lasten der EU-Bürger. Insgesamt soll dieser Fonds grüne Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro über den Zeitraum von 2021 bis 2027 anschieben. Also wir haben jetzt 2024, noch 3 Jahre, da sind 100 Milliarden Euro verbraten, die wir natürlich dann auch hier bezahlen müssen. Ne? Über die 10 Jahre bis 2030 soll dabei nochmal 143 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das Ganze kostet hier Unmengen an Summen, 100 Milliarden Euro und dann nochmal 143 Milliarden, also in Summe 250 Milliarden Euro, wenn sie damit auskommt. Vielleicht wird das alles noch viel teurer und bringen tut es nichts. Das Klima ändern wir nicht, weil dieser CO2-Anteil in der Luft ist nur 0,004%. Ja? Und davon ist Weltmeere, Vulkanausbrüche, die Natur macht hier 95% und wir Menschen sind daran beteiligt mit knapp 4-5%. Und das will man hier richtig besteuern. Man muss auch mal hier vielleicht berücksichtigen, Wolken hat Klimaauswirkungen, dann die Sonnenwinde haben Klimaauswirkungen. Wenn wir hier schon in Deutschland die Polarlichter sehen, das hat ja auch irgendwie, wenn die Sonne sich vergrößert oder wenn die Sonnenwinde da viel stärker sind als geplant, das hat ja auf unsere Erde richtige Auswirkungen. Oder wenn wir jetzt den Polsprung haben, dann werde ich mit euch, dass wir auch hier ein anderes Klima bekommen, wenn der Nordpol zum Südpol wird und der Südpol zum Nordpol, weil das wandert ja auch, aber das will keiner hören, ne? Das ist alles hier Verschwörungstheoretiker, aber könnt ihr mal googeln, Polsprung oder Sonnenwinde, Sonnenflares, wie die da heißen, da muss man mal auf die ganzen Forscher da auch hören, aber wenn das einer sagt, der wird dann schon direkt hier entlassen, mundtot gemacht und das zählt nicht, weil wir ja hier diesen Green Deal, alles auf Elektro, wer das bezahlen kann, wird gar nicht mehr gefragt. Wir werden sehen, aber jetzt war ja ein großer Rechtsruck, mal gucken wie in Frankreich und dann kommt dann Anton Hofreiter jetzt um die Ecke, jetzt muss Deutschland Vorreiterrolle spielen, sollte Frankreich ausfallen, müssen wir mit Rumänien, Polen und die ganzen Ostländer, die japanische Angst vor Russland haben, jetzt weiter Krieg führen. Das kostet auch noch Unmengen und keiner redet mal hier über Friedensverhandlungen. Das hängt alles miteinander zusammen. Wir werden sehen, wenn Donald Trump hier Präsident wird, das dauert aber noch ein bisschen. Hoffentlich sind wir dann nicht hier in einem nuklearen Krieg mit Russland, dass die Bomben hier verschärft werden und eine schmutzige Bombe geworfen wird, dass hier der Bündnisfall ausgerufen wird. Davon kann ich eigentlich nur abraten. Das möchte ich nicht in Europa haben, weil dann braucht man kein Klimagesetz mehr. Dann ist hier Europa eine Mondlandschaft. Und das gilt es ja, um jeden Preis zu verhindern. Meine Meinung. Okay, das soll es ja gewesen sein. Teilt das Video, lasst ein Abo da, schreibt Kommentare drunter, aktiviert die Glocke und dann sage ich bis zum nächsten Video.